unsere Themen am Montag. Wie wird das Weihnachtswetter? Wir haben nachgefragt. Weihnachtsmarkt im Seniorenpark, wir waren dabei. Und Wanderlust in der Region, wir sind mitgelaufen. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Herzlich willkommen zur LTV aktuell am Montag. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die neue Woche. Die Woche beginnt mit einem Ende. Der SPD-Unterbezirk Cottbus hat einen neuen Vorsitzenden. Gunnar Kurt ist der Nachfolger von Martina Münch. Er ist somit der neue SPD-Chef in Cottbus. Die Delegierten haben ihn mit knapper Mehrheit gewählt. Martina Münch ist nicht mehr zur Wahl angetreten. Es sei schwer, Regierungspolitik in Potsdam mit lokaler Parteiarbeit zeitlich unter einen Hut zu bekommen. So ihre Begründung. Die Cottbusserin ist seit März wieder Ministerin für Forschung, Wissenschaft und Kultur. Sie bleibt weiterhin für den Vorstand des SPD-Unterbezirks tätig. Auch beim Wetter steht ein Wechsel an. Mal zeigt sich die Sonne und mal stehen nur Wolken am Himmel. Ganz normal. Doch gerade in den nächsten Wochen hat das Wetter für viele eine große Bedeutung. Bald ist Weihnachten. Es duftet nach Plätzchen, Geschenke werden verpackt, die Wohnung erstrahlt im Lichterglanz. Doch so richtiges Weihnachtsfeeling will bei dem aktuellen Wetter nicht aufkommen. Strahlend blauer Himmel, die Sonne lacht. Temperaturtechnisch geht es zwar schon Richtung Winter, aber eine Sache fehlt: Schnee. Ob der nun kommt, da gibt sich auch unser LTV-Wetterexperte Rolf Tautguss zurückhaltend. Also jetzt wird es erstmal noch trocken und relativ kalt bleiben, aber so ab Mittwoch, Donnerstag kommt etwas wärmere Luft zu uns. Da wird es auch Niederschläge geben, vielleicht am Anfang ein paar Schneeflocken, aber dann geht es in Regen über. Und so wie es momentan aussieht für das zweite Wochenende, Adventswochenende, da sieht es aus, dass es ja kälter werden würde. Und vielleicht sind dann aber auch nur vielleicht ein paar Schneeschauer möglich. Weihnachtslieder und Weihnachtsgeschichten machen an den Feiertagen eigentlich nur bei Schnee richtig Spaß. Doch haben wir 2016 die Chance auf ein weißes Weihnachtsfest? Naja, von heute aus gesehen, eine seriöse Prognose ist nicht möglich. Aber es gibt Bauernregeln für Anfang Dezember und zum Beispiel gibt es den Barbaratag und da heißt es, wenn es am 4. Dezember, also den Barbaratag, Schnee gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass an Weihnachten auch zumindest einen der Tage ein bisschen Schnee da ist, 70%. Aber wie gesagt, das sind Bauernregeln und noch keine sichere Prognose. Jedenfalls denke ich mal aus heutiger Sicht, so warm wie letztes Jahr mit 15 Grad, das wird es nicht werden. Aber ob Schnee wirklich liegt an Weihnachten, das ist noch in den Sternen. Wir haben es gehört, die Hoffnung auf weiße Weihnacht muss keinesfalls aufgegeben werden. Was wäre denn die Weihnachtszeit ohne den passenden Weihnachtsmarkt? Die Cottbusser müssten auf Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln verzichten. Doch zum Glück haben wir ja einen. Es könnte aber sein, dass der Weg bis in die Stadtmitte für einige dann doch zu weit ist. Die Bewohner des Seniorenwohnpark Cottbus haben es da ganz gut getroffen. Einmal im Jahr haben sie einen Weihnachtsmarkt direkt vor der Tür. Für Erika Giese war der erste Advent ein besonderer Tag. Im Seniorenwohnpark in Sandow war Weihnachtsmarkt. Erika Giese ist 94 Jahre alt. Seit 2 Jahren lebt sie schon im Wohnpark. Für sie und die Bewohner ist der Weihnachtsmarkt immer wieder eine Abwechslung. Also ich möchte allen, die sich hier ihre Mühe gemacht haben, ich als Bewohner, ich sag Danke dafür. Wie wichtig diese Abwechslung für sie ist, weiß auch Tochter Ingelore Wiedemann.
Sie hat heute Geburtstag, trotzdem ist sie mit Mann Ulrich vorbeigekommen, um mit ihrer Mutter den Tag zu verbringen. Damit meine Mutti Freude hat und dann geht's mir auch gut. Dann steht alles andere erstmal hinten an. Sie ist 94 Jahre alt und man weiß nie, wie lange man die Mutter hat. Alles andere läuft uns nicht weg, Vergnügen. Nee. Wie auf jedem Weihnachtsmarkt gehören hier auch Glühwein und Bratwürste dazu. Außerdem gibt es kleine Deko und Geschenke zu kaufen. Der Weihnachtsmarkt ist hier mittlerweile schon zur Tradition geworden. Die Bewohner werden nicht nur am Tag selbst, sondern auch schon bei den Vorbereitungen mit einbezogen. Wir haben zum Beispiel den großen Adventskranz im Saal. Das ist ein neues Stück dieses Jahr. Da haben die Bewohner gesehen, wie nach und nach dieser Kranz entstanden ist. Und ja, das geht dann weiter über Plätzchenbacken mit unserer Patenschule, über Baumschmücken mit unserer Patenschule und so bis zum Weihnachtsfest. Zu einem richtigen Weihnachtsmarkt gehört aber auch Musik. Katrin Lachmann hat im Speisesaal für Weihnachtsstimmung gesorgt. Ja, mir hat es draußen und drinnen wunderbar gefallen. Das Ganze drum und dran. Man hat gesehen, wie viel Mühe man sich gemacht hat. Und jetzt wollen wir mal nach Hause. Nuss genug. Zu Hause ist für Erika Giese ihr Zimmer im Wohnpark. So ein Tag zehrt ja auch an den Kräften. Hier kann Erika Giese jetzt wieder zur Ruhe kommen und das Beste vom Tag Revue passieren lassen. Na, der ganze Nachmittag, möchte ich sagen, mit dem Moment, wo meine Kinder kamen. Da hat es mich dann gehoben und dann habe ich mich gefreut und war zufrieden mit mir und der Welt. Schon früher sind Ulrich und Ingelore Wiedemann beim Spaziergang mit der Mutter an der großen Eiche vor dem Haus vorbeigekommen. Sie ist das Erkennungsmerkmal für den Seniorenwohnpark Cottbus. Jedes Jahr zu Weihnachten ist die Eiche beleuchtet. Deswegen hatte Erika Giese auch schon länger eine kleine Verbindung hierher. Für alle Cottbuser Grundstückseigentümer ist der Mittwoch ein wahrer Schicksalstag. Das Stadtparlament will sich dann mit der Altanschließerproblematik beschäftigen. In der nächsten Sitzung diskutieren sie darüber, ob die Kanalanschlussbeiträge aufgehoben werden sollen. Wenn das Parlament der Vorlage zustimmt, könnte der Altanschließerstreit enden. Die Stadt würde damit auf ein gebührenfinanziertes Abwassernetz umsteigen. Was in den nächsten Tagen sonst noch so ansteht, sehen Sie jetzt in den Kurznachrichten. Sanierung für Museum. Das Wendische Museum in der Mühlenstraße soll demnächst saniert und umgebaut werden. Neben der äußerlichen Auffrischung soll das Museum auch so weit wie möglich barrierefrei werden. Außerdem werden statische Veränderungen am Einzeldenkmal vorgenommen. Für die Baumaßnahmen stehen 450.000 Euro aus Städtebaufördermitteln zur Verfügung. Für den Umbau ist das Wendische Museum bereits seit Januar geschlossen. Im August 2017 sollen die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sein. Geflügelpest weiter auf dem Vormarsch. Auch in Brandenburg wurde zuletzt ein toter Wildvogel mit dem Virus der Geflügelpest gefunden. Seit gestern muss daher im gesamten Landkreis Oberspreewald-Lausitz das Geflügel aufgestallt werden. Das heißt, die Tiere müssen entweder in geschlossenen Ställen oder unter Vorrichtungen, die gegen jegliches Eindringen von Wildvögeln geschützt sind, gehalten werden. Außerdem müssen alle Geflügelhalter im Landkreis ihre Haltung beim zuständigen Veterinäramt melden. Auch Märkte oder Veranstaltungen, bei denen Geflügel verkauft oder zur Schau gestellt wird, sind jetzt im Landkreis OSL verboten. Diese Verfügung gilt ab sofort bis auf Widerruf. Gartenfestival-Tickets bald zu haben. Der Ticketvorverkauf für das Gartenfestival im Park und Schloss Branitz startet am Donnerstag. Vom 26. bis 28. Mai verwandelt das 7. Gartenfestival die Schlossgärtnerei zum Mekka für alle Gartenfreunde. Diesmal steht das Thema Fürst Pückler und die Königin im Fokus. Die Tickets für das Event gibt es bei der Stiftung Fürst Pückler im Schloss, beim Cottbus-Service in der Stadthalle, in den Touristeninformationen Burg und Guben oder online unter gartenfestival-branitz.de. Tickets könnten Sie sich auch schon für das nächste Landespokalspiel sichern. Der nächste Gegner steht seit Samstag fest. Der FCE spielt im Halbfinale gegen den FSV Optik Rathenow. Das Spiel ist aber erst im nächsten Jahr. Aktuell sieht es für die Jungs auch ganz gut aus. Letztes Spiel 2:1 gewonnen und damit Zweiter in der Tabelle. Eine Aktion hat sich den Fans besonders ins Hirn gebrannt. Die Mannschaft ist vor dem Spiel mit bedruckten Shirts aufs Spielfeld gelaufen. Darauf der Schriftzug:
kein Platz für Nazis. Damit setzt der Verein ein klares Zeichen. Denn beim Spiel gegen Babelsberg gab es Ärger. Über 100 in schwarz gekleidete Männer standen zwischen den Fans im Stadion. Mit fremdenfeindlichen Parolen haben sie auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Aktion vom Samstag stellt sich der Verein dagegen. Sie setzen ein Zeichen für Weltoffenheit. Sportlich bleiben nicht nur Menschen, die Fußball spielen. Auch Wandern hält gesund und fit. Dabei lässt sich auch einiges entdecken. Wir haben den Wandersportverein Empor Cottbus e.V. begleitet. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Rudi Emscher an seinem Lieblingsort, der Natur. Der rüstige Rentner macht heute mit den Mitgliedern vom Wandersportverein Empor einen Ausflug. Er wandert inzwischen seit 51 Jahren. Da ist wie bei manchen guten Sachen meine Frau dran schuld. Sie hat mich im Jahr 65, also 1965, an die damalige Sektion Wandern, Bergsteigen, Orientierungslauf der Betriebssportgemeinschaft Empor HO, das HO steht für Handelsorganisation, vermittelt, weil sie mit einer Arbeitskollegin zusammen war, die zu dieser Zeit schon zu dieser Sektion gehörte. Der Verein startet an der Martinskirche in Madlo. Rudi Emscher erzählt wie bei jeder Wanderung zu den Sehenswürdigkeiten die geschichtlichen Hintergründe. Die Martinskirche ist Anfang des 14., Ende des 15. Jahrhunderts gebaut worden. Sie ist vor einem Jahr restauriert worden. Und dann macht die Wandergruppe los. Die Mitglieder machen ca. 25 Mal im Jahr Ausflüge zusammen. In der Natur gemeinsam unterwegs zu sein und die Region zu entdecken, ist für die Wanderfreunde immer erlebnisreich. Ja, die frische Luft, meist das schöne Wetter und dass immer ein paar Wanderfreunde mit dabei sind, dass man sich ein bisschen unterhalten kann. Eigentlich auch die Natur, sehr schön alles. Ja, die Faszination ist, man ist mal wieder an der frischen Luft, wenn man die ganze Woche auf Baustellen sich rumtreibt. Und es ist mal ein Ausgleich. Ich komme ja aus Dresden, komme extra hier zu der Brandenburger Wandergruppe, weil mein Freund hier Mitglied war. Der ist aber leider verstorben, aber ich gehe trotzdem gerne noch mit. Und da kann ich an ihn denken und über ihn sprechen und das gefällt mir. Nächster Halt, das ehemalige Schloss in Frauendorf. Rudi Emscher trommelt erneut die Truppe zusammen. Der 87-Jährige erzählt auch hier Anekdoten. Der erste Besitzer, der erste Standesherr, war ein Herr von Wilmersdorf. Interessant ist der letzte. Es war der Franz Hitze. Franz Hitze war Kellner in Berlin. Und er hat sein Trinkgeld sehr sorgfältig zusammengenommen und hat dann damit eine Weinhandlung eröffnet. Und das war so lukrativ, dass er zum Millionär geworden ist. Und da hat er sich Ende des 19. Jahrhunderts hier in Frauendorf eingekauft, hat das Schloss übernommen. Mit diesem Wissen geht es jetzt zur letzten Etappe, die Kutzeburger Mühle. Die Mitglieder des Wandersportvereins Empor wählen inzwischen kleinere Routen aus der Umgebung aus. Die halbe Welt haben sie schließlich zusammen schon gesehen. Wir waren damals ziemlich oft sowohl im Riesengebirge als auch in der Hohen Tatra, sowohl in Polen als auch in der Tschechoslowakei zu Gast. Nicht? Und wie gesagt, es ging uns in den ersten der 26 Jahre, seitdem unser Verein existiert, darum, die für uns neuen Bundesländer kennenzulernen. Und dann ist das Ziel erreicht. Die Wanderfreunde können sich jetzt, wie diese beiden hier, ausruhen und stärken. Die nächste Wanderung steht schließlich schon an. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide. Unsere Wanderung durch die Sendung ist jetzt auch beendet. Morgen geht es bei uns um den Lausitzer Existenzgründerwettbewerb. 7 Unternehmen sind nominiert. Heute Abend ist die Preisverleihung. Den Gewinner stellen wir Ihnen dann vor. Also, tschüss und bis morgen. Wozu in die Wärme fliehen?
wenn's auch zu Hause schön warm und gemütlich ist. Der Mitgas-Einheitspreis. 12 oder 24 Monate preisstabil. Top-Service inklusive Wechselbonus. Jetzt wechseln unter einheitspreis.de. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren, dass ich dich besser hören kann? Ei, Großmutter, was hast du für große Augen, dass ich dich besser sehen kann? Kein Märchen. Das DaVinci HD Bildschirmvorlesegerät liest Ihnen Texte mit gut verständlicher und angenehmer Stimme vor. Mehr dazu erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen. Friedrich-Ebert-Straße 16. Die Fürstpückler Passage wünscht frohe Weihnachten und lädt am 8. Dezember zu einem bunten Programm mit Musik und Leckereien. Mit Gerd Christian, dem Volkschor Cottbus und der Kindertanzgruppe von Marikas Kindertanzakademie. Am 8. Dezember von 11 bis 16 Uhr in der Fürstpückler Passage Cottbus. Außergewöhnliche Biere, die beste Freunde, gemeinsam genießen. Whisky Miles, inspiriert von Schottland. Mit einem charakteristisch rauchigem Aroma und einer feinen Whisky-Note. Wiener Kaffee, inspiriert von Österreich. Mit echten gemahlenen Kaffeebohnen hergestellt, in dieser Genussvariante einzigartig auf dem deutschen Markt. Williams Christ, inspiriert von Südtirol. Dieses Gourmetbier wurde mit echten Williams-Christ-Birnenauszügen hergestellt und entfaltet vielschichtige Fruchtaromen. Nur für Genießer. Die streng limitierten Landskron Gourmetbiere. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Vorsicht an alle Autofahrer, in der kommenden Nacht ist mit Nebel zu rechnen. Außerdem wird es kalt, die Temperaturen reichen von minus 3 bis minus 9 Grad, also Vorsicht auch vor Glatteis. Am Dienstag beglückt uns noch einmal die Sonne, im Laufe des Tages können dichtere Wolken aufziehen, es bleibt aber überall trocken. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis maximal 3 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Stell dir vor, du siehst einen richtig guten Film im Kino. Aber du weißt, es gibt noch so viel mehr davon. So viele Filme, die du alle im Kino sehen möchtest. Das wäre Kino ohne Limit. Mit der Unlimited Card kannst du so viele Filme in unseren Kinos sehen, wie du willst. Das ist Kino ohne Limit. Die UCI Unlimited Card. Eine Karte, alle Filme. Nur 22,50 Euro im Monat. Hol dir jetzt deine Unlimited Card. Online unter kinoohnelimit.de. Für Sie öffnet nun zum 10. Mal die alte Chemiefabrik in der Vorweihnachtszeit ihre Türen. In der Zeit vom 25. November bis 17. Dezember steht alles unter dem Motto Lametta, Sternchen und Dinner. Party, Spaß und Unterhaltung gepaart mit kulinarischen Genüssen garantieren eine tolle Weihnachtsfeier. Lassen Sie sich von Edwina de Potter and Friends durch die Show begleiten. Staunen, lachen und wundern Sie sich über Gesang, Pantomime und Kraftakrobatik. Buchen Sie noch heute und
sichern Sie sich Ihre Plätze für die atemberaubende 10. Weihnachtsshow. Lametta, Sternchen und Dinner. Informationen und Reservierung unter Cottbus 48 666 00 oder unter www.alte-chemiefabrik.de. Sorgen kann man teilen. Mit der Telefonseelsorge Cottbus. Anonym, kompetent, rund um die Uhr. 0800 111 0 3 mal die 1 oder 0800 111 0 3 mal die 2. Der Anruf ist kostenfrei. Das ist Stefan Peters. Er ist Unternehmer aus Leidenschaft. Stefan ist besorgt, weil sein lokaler Wettbewerber in letzter Zeit schneller wächst als er selbst. Im Internet lässt sich Stefans Homepage leider schlecht finden und manche Informationen im Netz sind auch nicht mehr aktuell. Potenzielle Kunden wissen daher nicht, dass es Stefans Unternehmen überhaupt in der Nähe gibt und dass es noch geöffnet hat. Stefan will bei Google und Co. und auf den wichtigen Webportalen oben und mit den richtigen Suchergebnissen angezeigt werden. Aber auf welchen der unzähligen Portale meldet man sich überhaupt an? Und woher nimmt man die Zeit dazu? allesprofis.de liefert hierzu die richtige Lösung. Stefans Firmenprofil bei allesprofis.de liefert die zentralen, immer aktuellen Informationen zu seinem Unternehmen mit Öffnungszeiten, Fotos und Beschreibung. Gleichzeitig versorgt allesprofis.de bis zu 50 Suchnetzwerke wie Google My Business, GMX, web.de und meinestadt.de mit seinen Informationen. Sogar in den Navigationssystemen fast aller Autohersteller ist seine Adresse künftig verzeichnet. So wird Stefan endlich gut gefunden und sein Eintrag bei allesprofis.de sorgt dafür, dass es nie mehr veraltete Infos über sein Unternehmen im Internet gibt. allesprofis.de. So werden Sie endlich gefunden.